So, hi Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 3. Im letzten Part haben wir hier mit den Jungs eine Runde Poker gewonnen. Und die haben über Hoyt geredet. Ja, Hoyt. Keine Ahnung, wer Hoyt ist, aber das finden wir hoffentlich hinter dieser Tür heraus, indem wir vielleicht mit Willis reden oder so. Ich weiß es nicht genau. Der Fremde darf nicht, darf dich nicht bemerken. Okay, folge dem Mann im Weiß, ohne bemerkt zu werden. Er darf mich nicht sehen. Aber wie sollen wir das machen? Das heißt, wir laufen da einfach überall mal... Citra hat die Angriffe verstärkt. Warum? Böses Blut. Hoyt bot was Geld. Macht. Ich hätte dasselbe getan. Ja, wenn du das getan hättest, ist es ja deine Sache. Okay, der darf uns also nicht sehen. Das ist cool, dass hier solche Passagen sind, wo man sich kurz verstecken kann. Aber wo läuft diese mysteriöse Person hin? Zu dieser Prostituierten? Hier ist dein Geld. Bring ihn hier rein oder werf ihn los! Fecki Fecki, Lutschi Lutschi, wärst du vielleicht interessiert? Ich muss arbeiten. Müssen wir alle, Baby. Hey du, ich schmeiß mal kurz deinen Laden hier, okay? Boah, stinkt das hier. Ich werde dir nichts verkaufen. Nichts! Sollst du doch auch gar nicht. Hey, vergiss du nicht etwas? Ja damit. Ich bin krank. Ist das mein Problem? Muss an ihm dranbleiben. Nein, ist das nicht. Wo ist mein verdammtes Ich bin noch dran. Och, Jason. Ohne bemerkt zu werden. Ja, das müssen wir... Nein, bitte. Das müssen wir noch schaffen. Ja, natürlich. Die sind aber ganz schön strange drauf hier. Die gehen gleich zur Sache. Oder die kommen gleich zur Sache. Lust auf ein wenig Gesellschaft? Nee, jetzt nicht. Bin gerade auf Assassin's Creed Mission. Nee, der sieht uns nicht, der sieht uns nicht. Wir sind gut versteckt. So. Aber wo geht der hin? Wo zur Hölle geht der hin? Und muss der so langsam laufen? Kann er nicht mal ein bisschen joggen? Ach nee, muss er ja nicht. Der sieht ja reich aus. Er hat ja bestimmt ein Fitnesscenter in seiner Bude. In seiner Bruchbude, in seiner Holzbude. In seiner Wellblechdachbude. Hm? Du wirst echt alt. Oh oh. Oh oh. Der darf uns nicht sehen. Nicht jetzt. Okay, da geht er also rein. Erfolg, die Schattenseite der Stadt. Betrete die Hütte und konfrontiere den Fremden. Die dürfen wir jetzt also eins über Nischel ziehen. Verstehe, das machen wir auch gleich. Du hast 10 Sekunden, mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel. Nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also... Bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn es im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo. Genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Okay. Ob das so okay ist, weiß ich jetzt nicht. Beim besten Willen. Jason.
Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos von der Quelle. Und wer ist die Quelle? Ach du Kacke, was ist denn das? Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier den Flammenwerfer. Aber gegen was tauschen wir? Dann würde ich sagen, tauschen wir das gegen das Scharfschützengewehr aus. Vorerst. Genau. Gut, Freunde. Jetzt wissen wir auch, wer Hoyt ist. Hoyt ist also ein ja, Menschenhändler. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Der größte im südpazifischen Raum. Das ist ja echt mal heftig. Also, ich weiß nicht, ob jetzt Konkurrent. Ich weiß Dennis mehr über Hoyt. Ja, denk mal schon. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Okay, er ist nicht der Konkurrent, sondern der Boss von Vars. Hoyt. Komischer Name, aber... Okay. Das heißt, Hoyt ist jetzt, wo ist denn der jetzt genau? Da unten. Da unten ist er also. Ich würde aber sagen, wir übernehmen gerade noch hier Camp Mord. Oder wollen wir das machen? Oder wollen wir eher vielleicht mal hier noch diese grünen Blätter sammeln? Das wäre auch eine Idee, dass wir das jetzt machen. Oh, verdammt. Ich glaube, das ist schlauer, wenn wir das machen. So, komm, auf. Geh doch. So, dann machen wir das noch eben im Part und im nächsten Part, würde ich sagen, treffen wir dann den Mann, der hier alles in der Hand hat. Hoyt.